Bester Gesellschaft, so wie Metropolitpresse, Ehrenpreise bereit. Das Rieselkind. Ricardo Mutti. Ja. Und somit wäre unsere ganze jahrzehntelange Sammelarbeit umsonst gewesen, wenn wir jetzt nicht finanzielle Unterstützung bekommen hätten, um diese Johann Strauss Gesamtausgabe Realität werden zu lassen. Und hier kommt jetzt Eliette von Karajan ins Spiel. Sie war die Erste, die spontan gesagt hat, dieses Projekt unterstütze ich. Und wenn man sich das ganze, das Gesamtvolumen, das wir an Geld benötigt haben, um das Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, ansieht, dann kann man heute sehr schön erkennen, ohne Eliette von Karajan, die den Gutteil dieser Finanzen übernommen hat, gäbe es diese Johann Strauss Gesamtausgabe nicht. Es ist die weltweit erste und einzige Johann Strauss Gesamtausgabe. Frau wie Eliette von Karajan, die mit einer Größe wie Herbert von Karajan verheiratet war, konnte, wenn sie noch so tolle Leistungen erbringt, in ihrem Bereich sicher nie aus dem Schatten dieses Giganten treten. Und auch wir wollen heute betonen, mit dieser Ehrung, dass wir sehr wohl erkennen können und konnten, welche großartige Leistungen eine Frau an der Seite dieses Giganten für die Kultur unseres Landes, für Österreich geleistet hat. Und so darf ich jetzt dich, liebe Arabelle, zu mir bitten, damit du die Ehrung entgegennehmen kannst. Das ist ein bezaubernder Abend, weit über meine Erwartungen, so wunderbare Atmosphäre, danke. Meine Mutter hat sich sehr gefreut, sie konnte eben heute nicht da sein, aber sie... I like it. Wie gesagt, sie hat sich sehr gefreut und in ihrem Namen möchte ich ein riesengroßes Dankeschön sagen für diese wunderbare Ehre, auch deine Worte. Und du hast erwähnt das Neujahrskonzert und ich möchte nur kurz daran anhängen, nach den Grußworten an das Publikum von meinem Vater, sagte er, ich kann mich nur an das Englische erinnern, sagte er, for all the world, we wish peace and once again peace. Und ich glaube, es bedarf keines anderen Kommentars in unseren Zeiten, dass wir nur hoffen, dass das so sein wird. Ja. Danke. Wunderbar. Thank you.
Ein wirklich wunderbarer, würdevoller Abend, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es ist schön, wenn so ein Preis vergeben wird. Ja, das ist alles dank meines lieben Freundes Peter, der das ins Leben gerufen hat, der das ermöglicht hat. Und auch, dass meine Mutter spontan, ich glaube, das hat mit dem Charme zu tun, mit dem du das und mit Professor Resel, genau, ja, also verwirklicht hast, habt. Und es ist so schön, dass es jetzt wirklich zustande gekommen ist und heute Abend in diesem wirklich spektakulären Ambient mit dieser wunderbaren Gestaltung des Abends. Also ich kann nur sagen, danke an Peter und an die Johann Strauss Stiftung. Wir haben zu danken, denn ohne die Initiative, Unterstützung deiner Mutter, wäre das heute alles nicht möglich gewesen, dass die Ausgabe fertig wäre und dass wir heute diesen schönen Abend erleben, um Danke zu sagen bei Elliot von Karajan. Ein ganz spezielles Dankeschön dir, dass du Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Ich weiß, das war nicht leicht, frei zu kommen, aber dass du es dann doch geschafft hast, ich sage dir vielen, vielen herzlichen Dank. Es sollte alles so leicht sein im Leben, wie hierher zu kommen und so einen schönen Abend zu verbringen, wirklich. Und ich muss eins sagen, es war wirklich sehr berührend, gerade der Abschluss der Rede. Also das ist wirklich ganz, ganz toll, vor allem das mit dem Frieden. Das hat mir sehr gefallen. Ja, das ist nicht einmal, das hat ein ganz lieber Freund von uns, der heute nicht hier ist, der Michael Berger-Sandhofer. Ich habe ihm erzählt davon, er wollte hier sein, aber konnte nicht. Und dann hat er mich darauf hingewiesen und dann habe ich mich erinnert, weil ich war in dem Konzert. Und dann, ja, wir sind fast in Tränen gekommen, kommen sie mir jetzt auch. Und am besten denken wir nur, dass irgendwie eine Energie dorthin kommt, dass das... Mir wurde das Video gezeigt, ich kann es dir weiterschicken. Ich habe es zu Hause. Genau. Danke. Und da spricht er in einer sehr, wie soll ich sagen, nicht fragil, in einer sehr sanften Stimme. Und sagt eben diese drei Worte zuerst auf Deutsch und dann auf Englisch. Und die sagt in einer Art, das könnte, also mir kommt die Gänsehaut, das könnte nicht, man kann nicht sagen besser, es könnte nicht im tragischen Fall aktueller sein wie heute. Absolut, absolut. Und ich hoffe, sie wirken irgendwann, diese Worte. Wir können hoffen und beten. Also ja, dieses Wort nehme ich jetzt sehr gerne in den Mund, dass man einfach betet, dass es so sein wird. Das sage ich schon recht herzlichen Dank. Dankeschön. Und danke für diesen wunderbaren Abend wieder mal. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Wirklich ein stimmungsvoller Abend. Ganz großartig, ganz, ganz großartig mit allererster Klasse Künstlern, die hier auftreten. Also meistens natürlich musikalischer Natur, klarerweise. Und ich finde es einen sehr, sehr schönen Abend. Es ist sehr niveauvoll, es hat ein hohes Niveau. Ich bin begeistert, ja. Die jungen Künstler, die Nachwuchskünstler finde ich fantastisch. Unglaublich. Der Junge ist 15, schaut aus wie 25, aber spielt wie Gott. Die schwierigsten Passagen auf seiner Geige. Also es ist wirklich, ich freue mich so, wenn ich das sehe, wie die Jugend arbeitet in der Kunst, wie sie an sich arbeiten, wie sie 10 Stunden am Tag üben müssen, dass sie das zusammenbringen, was der kann. Also das ist ja unglaublich. Und auch die ältere Generation, die dann dieses Quartett bildet, das für Johann Strauss die Musik also pflegt. Und es ist wundervoll. Generationsübergreifend. Großartig, großartig. Musik ist wirklich etwas, was alle ergreift und mitnimmt. Und es ist, es bringt so viel Kultur in die Seele. Und jemand, der mit Musik und von Musik lebt, reist, meine ich, erster Klasse durchs Leben.
Und was wir sehr bewegend gefunden haben, war die Rede von... Von der Arabelle. Die habe ich leider nicht gehört. Ich bin so da fotografiert. Wirklich? Wir haben sie aufgenommen, also wirklich fantastisch. Ach, das muss ich sehen. Aber wir schicken dir einen Link. Das ist süß von euch. Ja, bitte gern. Ja, ja. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Ganz liebe, diese Arabelle. Absolut, ja. Ich habe sie am Prima Vista unterschätzt. Sie ist eine ganz bezaubernde Person. Und die Marianne Nentwig ist auch da, die Liebe. Leider hat sie Knieprobleme. Also in unserem Alter kriegt schon wirklich jeder irgendetwas. Es ist furchtbar, mit den Knochen zu tun. Mir tut auch die Wirbelsäulen weh, aber ich halte es noch aus. Das Ungerechte am Leben, gell? Wirklich. Ich dachte, dass man immer reicher, schöner und bedeutungsvoller wird. Lässt das Leben, hat kein Interesse mehr an alten Menschen. Das finde ich gemein, wirklich wahr. Aber wir werden sich widersetzen. Ja. Solange wir können. Ich sage dir alles recht herzlich. Ich danke. Danke. Jetzt habe ich die Kathi, Katharina Baumgartner, ich sage immer Kathi. Passt schon. Vor dem Mikrofon, Weinlese ist vorbei. Ich war ja bei dir draußen kurz davor, wir wollten da helfen, aber es ist sie dann leider nicht ausgegangen. Ja, also es ist so, dass größtenteils die Trauben schon mit der Maschine geerntet werden. Das heißt, da haben wir auch Unterstützung. Und dieses Jahr waren es auch keine 20 Tage eigentlich, was wir gebraucht haben für diese Menge an Trauben. Also sehr ruckzuck gegangen. Dabei hat das Wetter hat schon ein bisschen gefährlich ausgeschaut, gell? Zum Schluss, oder? Also man muss sagen, es war ein sehr goldener Herbst. Also es war purer Sonnenschein und das einzige Gefährliche an dem Wetter ist, dass man aufpassen musste, wenn man sie zu lange draußen hängt, dass sie noch zu Rosinen werden, dass sie schon wieder eintrocknen. Aber ansonsten kann man sich nicht beschweren. Wobei, gute Rosinen sind ja nicht schlecht. Ne? Ja, aber der Wein draus wahrscheinlich. Jetzt, was hast du heute da kredenzt? Ja, für heute habe ich drei Weine ausgesucht, natürlich abgestimmt zum tollen Essen, was ja durchaus vielfältig ist, wenn man auf die Karte schaut. Einerseits haben wir eine Kürbis-Cremesuppe, dann kommt jetzt noch ein Fisch, dann haben wir auch noch Rinderbäckchen und zum Schluss noch eine Nachspeise, also da ist sehr viel Vielfalt drinnen. Begonnen haben wir mit einem Chardonnay, etwas Fruchtiges, auch Leichteres. Dann haben wir eine große Reserve gehabt beim Grüner Veltliner, sehr schmelzig. Das heißt, das passt auch super zu den Hauptspeisen und auf jeden Fall zum Abschluss noch einen Rotwein, muss auch für alle Liebhaber immer dabei sein. Und passt ja auch zum Rind optimal. Ja, auf jeden Fall, wobei ich sagen muss, ich bin ja vegetarisch unterwegs, da ist der Rote auch nicht schlecht, aber ich denke für die, die den normalen Hauptgang hier genießen werden, wird das auf jeden Fall noch viel harmonischer sein. Jetzt startet ja bei dir auch bald was Großartiges, bei dir. Ja, also ich freue mich schon sehr darauf, weil mir die Idee schon lange im Kopf herumgegeistert ist. Nämlich wird es einen Ausblick auf den neuen Weinjahrgang mit der Gerda Rogers geben. Spannende Sache. Auf jeden Fall. Ich bin schon gespannt natürlich einerseits von ihr zu hören, was die Sterne sagen und mein Input dann, was noch der Weingarten dazu sagt. Und das heißt, wir genießen jetzt noch den goldenen Weinherbst. Ja, auf jeden Fall. Sieht so aus. Also die Sonne lässt nicht nach. Ja. Wunderbar, dann sage ich schon danke. Dankeschön. Der goldene Johann Strauß alle Jahre wieder. Ich glaube, auch ganz eine wichtige Feier. Ne? Das ist auch ganz eine wichtige Feier, weil es zeigt, wie Johann Strauß noch lebt. Ja? Und ich finde es auch sehr gut, dass Eliette von Karajan, die natürlich mit der Musik sehr verbunden ist, das bekommt. Das ist auch ein würdiger Rahmen. Mhm. Also man muss wirklich sagen, es ist heute fast elitär. Absolut. Man merkt es sofort. Ja. Und was mir sehr gut gefällt, dass diese jungen Künstler hier die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und ich finde das eine ganz tolle Sache. Ja, großartig. Also diese, der Geiger und auch der Oboist und natürlich auch der Pianist, den großartigen Musiker und auch die Harfenistin, die da gespielt hat vorher.
da muss man sagen, Gott sei Dank, der Peter Wittholz ist ja immer ein bisschen ein Grauber. Der graubt immer irgendwas aus, sei es Musikstücke oder sei es junge Künstler. Und da hat er wirklich einen Goldgriff gemacht. Einen Goldgriff, wirklich sehr gut. Ja, ja. Selber auch eine Beziehung zu Johann Strauss? Ja, ich habe für Johann Strauss gesungen. Fledermaus sowieso, nicht nur Faust, sondern auch Frank in jüngeren Jahren. Und Nacht in Venedig natürlich. Und viele Johann Strauss Lieder. Ich bin eigentlich mit der Musik und im Speziellen mit dem Johann Strauss auch aufgewachsen. Weil wir bei uns, meine Mutter war zwar keine Sängerin, die war Pfarrerkirchen, aber hat sehr gerne Musik gehört. Und bei uns ist immer musiziert. Also meine Schwester hat Zither gespielt. Ich habe dann später mal Geiger gelernt. Leider Gottes nicht bis zur Vollendung sowieso nicht, weil ich in ein Mädel verliebt war mit 14 oder mit 13, die nicht eingesehen hat, dass man üben muss. Okay. Und die war mir im Moment wichtiger als mein Geigenspiel. Habe ich dann aufgehört, das tut mir heute leid. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich lausche mit großem Vergnügen jungen Leuten oder überhaupt der Musik zu, wenn man an einer Geige spielt und noch dazu so gut wie der junge Mann. Da kommt man ein bisschen eine Wehmut auf, weil ich mir gedacht habe, warum hast du nicht weitergespielt? Gut, ich meine, zu den Philharmoniker wäre ich nie gekommen, nicht einmal in ein mittelmäßiges Kurorchester. Aber so zum Spaß, wenn es einem nicht gut geht, hätte man die Geigen genommen, hätte ein bisschen herumgekratzt drauf. Aber hat nicht sollen sein, ich höre es mir jetzt dafür umso lieber an. Dann genießen wir heute den Straußabend noch. Den genießen wir in vollen Zügen. Danke dir. Bitte gerne. Ja, jetzt habe ich wirklich drei wunderbare Musiker da stehen. Alle Achtung, also das war wirklich ganz großartig, was wir hier gehört haben. Jetzt frage ich einmal der Reihe nach durch. Wie sind Sie zur Musik gekommen? Eigentlich tatsächlich übers Klavierspielen. Ja. Also meine Mutter hat Klavier gespielt und bei uns stand eigentlich immer schon ein Flügel in der Wohnung. Und quasi seit ich denken kann, habe ich zumindest am Anfang noch so raufgegriffen und so rumprobiert. Und das ist eigentlich so der Zugang zur Musik gewesen. Wunderbar. Ja. Bei mir ist es eine ganz lustige Story. Ich habe, wie ich klein war, so einen Besen genommen und einen Stift und habe so wie eine Geige hingehalten. Und dann hat mir mein Vater eine Spielzeuggeige gekauft und so habe ich meine Liebe entdeckt und dann, ich habe auch viel Musik gehört, viel Geigenmusik, Konzerte angehört und dann bin ich mit 5 Jahren zum ersten Geigenunterricht gegangen. Unwahrscheinlich. Ja, also bei mir ist es ein bisschen naheliegender, weil beide meine Eltern Musiker und Musikerinnen sind, beides Geiger nämlich. Aber ich habe dann auch die ganze Volksschule lang kein Instrument gespielt. Und dann habe ich mich dafür entschieden, Oboe zu spielen, weil ich gehört habe bei einem sozusagen mittlerweile Kollegen, wie er Oboe gespielt hat. Und der Klang hat mich so beeindruckt, dass ich dann gesagt habe, ich möchte auch unbedingt jetzt Oboe spielen. Und so, das ist daraus geworden. Also allesamt eine absolut gute Entscheidung. Also es wäre uns was verloren gegangen. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss noch wissen, gibt es ein Vorbild? Persönlich, ich komme eher aus dem kompositorischen Bereich und da gibt es natürlich sehr viele Vorbilder von Ligeti, Luigi Nono, Stravinsky, Stockhausen, das sind natürlich alles Vorbilder aus kompositorischer Sicht. Aus klaviertechnischer Sicht ist natürlich Christian Zimmermann ist mein All-Time-Favorite. Ich habe auch eigentlich zwei Vorbilder. Zum einen die Perfektion von Hilary Hahn beeindruckt mich sehr und auch mir gefällt David Garrett sehr, sehr gut. Also für Oboe würde ich sagen, mein Vorbild ist der Sebastian Breit, der auch erster Oboist bei den Wiener Philharmonikern mittlerweile ist und sehr jung das Probespiel gewonnen hat. Und ich spiele auch Klavier ein bisschen und also ich habe viele Vorbilder in der Musik, aber für Oboe ist es der Sebastian Breit, würde ich sagen. Also dann mal zum ersten, der heutige Abend. Was bedeutet der für Sie? Kann ich die Frage weitergeben, weil ich nur der Klavierspieler bin?
und dementsprechend nur im Hintergrund gesessen bin. Also ich würde die Frage einfach weitergeben. Mir bedeutet der Abend sehr viel. Ich finde es sehr schön, dass uns der Herr Professor Wietholz eingeladen hat, und es ist eine sehr schöne Atmosphäre hier und es war mir eine Freude, hier spielen zu dürfen. Also ich finde den Abend, also der bedeutet mir auch sehr viel, weil einfach wegen der Ehre, mit so einem großen Namen verbunden, in Verbindung zu stehen, ist natürlich, wie ich das erfahren habe, dass ich hier spielen soll, habe ich mir schon gedacht, das ist ja, dass man so eine Option kriegt, das passiert nicht so einfach im Leben, und deswegen die ganze Wiener Musikgesellschaft bildet sich ja auch eben durch solche Sachen, und alle guten Musiker haben dann solche Optionen, die sie dann ergreifen müssen, und das ist wahrscheinlich eine davon. Jetzt aber wirklich abschließend, auch wenn ich jetzt dann eine Rüge vielleicht bekomme, abschließend Johann Strauss. Johann Strauss, großer österreichischer Künstler, natürlich jedes neue Jahr beginnt mit Johann Strauss. Ich kann mich da nur anschließen. Also für mich ist der Wiener Walzer das absolute, mein absolutes Lieblingsgattung in der Musik. Einfach auch im Orchester, das macht am meisten Spaß. Und da ist Johann Strauss natürlich der König, zusammen mit seinen Geschwistern und anderen Zeitgenossen aus Wien, die auch die Johann Strauss-Gesellschaft hier auch sehr gut vertritt, immer, habe ich gehört. Wunderbar. Also jetzt kann ich noch einmal sagen, wunderbare Künstler. Ich freue mich, dass, und ich hoffe, ihr seid noch lange in diesem Geschäft, damit ihr viele, viele Menschen mit eurer Musik erfreuen könnt. Dankeschön. Vielen Dank. Das Fest, und vor allem ein ganz ein spezielles Fest. Ist nicht so ganz unrichtig wie in der Kaiser da. Ja, wir haben wieder den goldenen Johann Strauss heute verliehen. Und diesmal ganz große Ehre an die Eliette von Karajan. Karajan war ja mit Strauss natürlich sehr bewandert. Und die Eliette von Karajan hat diese Johann Strauss-Gesellschaft sehr unterstützt und die hat sehr wohl diesen Preis heute erhalten. Jetzt sieht man, Karajan ist jetzt dann das zweite Mal hier verewigt im Haus. Ne? Stimmt, erst mit dem Goldenen Strauß, und es gibt einen Herbert von Karajan Stammtisch, auf diesem sogar ein kleiner Rahmen ist, wo sein Daumenabdruck drauf ist. Fantastisch. Ja, und wie immer gab es wieder ein tolles Menü, ein fünfgängiges Menü. Ja, unser Küchenchef hat sich sehr bemüht. Wir haben gestartet mit einem Entenleberterrine, danach natürlich jetzt im Herbst eine Kürbiscremesuppe mit Kürbiskernen. Die war übrigens sehr gut. Ja, fein, werde auch noch kosten. Dann gab es ein Grammelrisotto mit einem Mittelstück vom Neusiedlersee-Zander. Jetzt das Hauptspeise werden wir gleich servieren, geschmorte Ochsenbackerl mit Erdäpfelgratin und Steinpilzen. Und als Dessert haben wir ein Kürbiskompott noch vorbereitet. Das ist was Spannendes, das kenne ich gar nicht, aber das wird sicher spannend werden. Es wird sicher spannend, aber wird sicher auch sehr gut schmecken. Apropos spannend, wir sind ja mitten in der Herbstsaison hier im Felderhof. Was wird sonst angeboten? Naja, jetzt natürlich die Ganseln. Also wir haben vorige Woche begonnen mit der Ganselzeit, läuft ausgezeichnet. Wir haben Reservierungen wie noch nie, kann ich fast sagen. Und sie werden irrsinnig gelobt. Also unsere Ganseln sind wir wirklich Weltklasse. Ja, und anschließend geht es dann schon fast in die Weihnachtszeit rein. Ja, da sind auch die Reservierungsbücher schon fast gefüllt wieder. Also viele Firmen haben angefragt oder bereits reserviert. Und wie gesagt, für mich ist eigentlich das Jahr fast gelaufen. Also Ganseln, Weihnachtszeit. Ja, dann haben wir Silvester und das Jahr ist schon wieder vorüber. Auf Silvester schon vorbereitet? Vorbereitet und natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass es ganz ein besonderer, toller Abend wird. Wunderbar, dann sage ich recht herzlichen Dank und es war wieder mal ein rauschendes Fest. Danke vielmals. Ja, und eine Ansage in eigener Sache. Dieses Jahr werden wir das erste Mal Silvester im Felderhof sein. Und ich werde den allerschönsten Tisch für euch vorbereiten. Wunderbar.